Das fühlt sich nicht gut an. Ich spüre es Tag und Nacht immer. Das sehe ich nicht, nein. Das sehen Sie nicht? Nein. Das sehe ich auch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Es gibt links allgemein nicht mehr für mein Hirn. Christian Pülz aus Augsburg hat nach seiner Impfung mit AstraZeneca eine Hirnvenenthrombose bekommen. Um den Druck abzulassen, wurde sein Schädel aufgeschnitten. Er musste wieder gehen und sprechen lernen und wird für immer schwerbehindert bleiben. Ich überlebe einfach nur. Mein Leben ist kaputt, für immer. Pülz hat einen anerkannten Impfschaden. Damit bekommt er eine Versorgungsrente von 526 Euro im Monat. Und zwar von dieser Behörde, dem Zentrum Bayern Familie und Soziales. Die konnte noch lange nicht alle Anträge bearbeiten. 89 wurden angenommen, 771 abgelehnt. Nur wenige in Deutschland beschäftigen sich medizinisch mit dem Post-Weg-Syndrom. Darunter Jordis Frommholt. Leider ist es so, dass wir noch keine wirkliche Definition haben. Das heißt, alle Symptome, die möglicherweise zum Beispiel auch auf eine Fatigue hindeuten oder auch auf Nervenschädigungen, auf wirklich Schmerzen, ziehende Schmerzen, krampfartige Schmerzen. Im Moment ist es leider so, dass viele dieser Patienten nicht wirklich ernst genommen werden, sodass wir noch gar keinen sehr guten Überblick haben. Während der Impfkampagne lag der Fokus klar auf den Vorteilen der Impfung. BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Also AstraZeneca ist ein Impfstoff, der gut ist, der sicher ist. Ich würde mich sofort mit diesem Impfstoff impfen lassen, wenn ich dran bin. Bisher sieht es nicht danach aus, dass es mehr Impfschäden nach der Covid-19-Impfung gibt als nach anderen Impfungen. Weil aber so viele Menschen gleichzeitig geimpft wurden, treten derzeit gehäuft Fälle auf. Sabine Götz aus dem Landkreis Regensburg versucht seit 1,5 Jahren, einen Impfschaden anerkannt zu bekommen. Ende Mai 2021 bekommt sie ihre zweite Dosis BioNTech. 4 Stunden später bin ich dann schon auf dem Wohnzimmerboden gelegen, weil es mir so schlecht ging, weil mir alles wehgetan hat, weil ich gemerkt habe, dass ich Fieber bekomme. Hohes Fieber, starke Muskelschmerzen. Der Arzt führt ihren Zustand auf die Impfung zurück. Und hat dann gemeint, es dauert ein paar Tage und es wird schon wieder. Und wenn das Fieber nicht runtergeht, dann soll ich halt nachmittags eine Paracetamol nehmen. Ihr Zustand bleibt schlecht. Monatelang kann sie nicht in den ersten Stock. Sie stellt einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens. Nach Monaten Antrag abgelehnt. Obwohl ihre Ärzte sagen, dass ihr Zustand von der Impfung kommt. Begründung? Zur Behandlung der fieberhaften Impfreaktion wurde unter anderem das Medikament Paracetamol eingenommen. Blutbildveränderungen im Sinne einer Leukopenie und Thrombozytopenie sind als sehr seltene Nebenwirkungen dieses Medikaments beschrieben. Ihr Zustand könne deshalb auch von den Paracetamol-Tabletten kommen. Ich bin inzwischen 52 Jahre alt und ich kann Ihnen garantieren, dass ich in meinem Leben schon öfters eine Paracetamol genommen habe. Und ich habe noch nie, ich habe keine Allergie, ich habe noch nie auf irgendetwas reagiert. Ihre Beschwerden dauern an. Dass sie heute mit dem Hund gehen kann, ist ein großer Fortschritt. Also hier diese minimale Steigung, da bin ich quasi bis zum ersten Strommasten gegangen. Und dann musste ich wieder zurückgehen, dann habe ich es nicht geschafft. Sabine Götz legt Widerspruch ein. Wieder warten. Dann die endgültige Ablehnung. Diesmal heißt es, es bestehe zwar ein Zusammenhang mit der Impfung, der sei aber nicht lang genug nachweisbar. Von Paracetamol keine Rede mehr. Man hat das Gefühl, man ist im verkehrten Film, weil eben für jeden wurde was getan, aber nicht für diejenigen, die geimpft wurden. Und man kam sich so unendlich alleine und im Stich gelassen vor. Auch medizinisch ist es schwierig. Es gibt kaum Anlaufstellen für Menschen mit Problemen nach der Corona-Impfung. Long-Covid-Ambulanzen fühlen sich oft nicht zuständig. Die Beschwerden sind häufig noch so unbekannt, dass Zusammenhänge nicht gesehen werden. Mein Haarausfall, weil mir sind ja die Haare ausgegangen. Der ist angeblich altersbedingt und alles andere ist psychisch.
Ärztin Jördis Frommhold kennt das Problem. Nur weil wir bisher diese Symptome noch nicht hatten, heißt es nicht, dass es die nicht trotzdem geben kann. Mittlerweile ist das Thema in der Politik angekommen. Karl Lauterbach sagt im ZDF-Interview, die Situation müsse sich verbessern. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Das war im März. Wir fragen nach, ob sie schon was getan hat. Die Antwort? Zu gegebenenfalls geplanten Änderungen ist uns nichts bekannt. Ich gehe vor das Sozialgericht. Und wenn das ist, wenn mich das mein Leben kostet, aber die müssen Verantwortung übernehmen.